Lass ich mal den Ton an. Mach, du, ey, du geiler Ton, du. Mach den Ton an. Los, sag, mach den Ton. Du geiler Ton, du. Wir haben hier eine Klappe, das ist billig. Peng, das war die Klappe. Ja. Halt die Klappe. Peng. Wir waren dabei. Wir waren dabei. Ja. Damals bei der Gründung schon. Und jetzt zur Feier. War schön. War auch tolle Jahre so, die 775. Wie viele Jahre von den 775 hat er mitgemacht? Bis auf eins alle. Ja, bis auf eins alle. Weißt du, dass das schon im Mittelalter gab es auch schon Mittelaltermärkte? Ja, weiß ich. Klasse. Ja. Fast ist ja 800 Jahre her schon. Ja, schon. Seit 775 Jahren. Unglaublich. Jahre. Und wir haben ja eigentlich sind wir nur der Einzigen gewesen, weißt du das? Wir haben eigentlich das ganz Urhistorische hier vertreten. Ja, weiß Schloss. Ich doch. Meine Frage. Ich sag mal, das Publikum war toll. Den Rest musst du beantworten, ja. Weil ich, ja, ich bin kann da ja hier immer nur zu Gast. Ich bin immer nur mit in Glauchau. Mach's mit, mach's nass, mach besser. Genau. Ja. Und ist ja, nee, aber es ist schön, also ich muss ja von mir aus sagen, dass ich habe ja wirklich Aufregung gehabt, weil wir sind ja, also wenn man in, wie heißt es schön, der Prophet im eigenen Land. Also wir haben ja schon Veranstaltungen da deutschlandweit und auch im gewissen Ausland sind wir auch schon unterwegs. Da war es immer, also haben wir gut abgeräumt und hat immer Spaß gemacht. Bloß regional haben wir uns immer sehr rar gemacht. Ja, hat auch viele, viele Gründe gehabt dazu. Und es ist besonders, wenn man dann hier mal spielt und man die ganze Vergangenheit über einen zusammenschwappt. Also man sieht von der Bühne aus so viele bekannte Gesichter. Also dann ist man schon, dann geht das Herz doppelt so schnell wie sonst. Aber was natürlich auch ist, im Vorfeld, also ich war schon ganz schön, habe wieder ganz schön Bammel gehabt. Also Aufregung, Lampenfieber habe ich sowieso immer. Ich bin ja immer derjenige, der Hummeln im Arsch hat. Du bist ja die Ruhe in Person. Also muss man sagen, also du wärst ein guter Beamter geworden. Du hättest wirklich, ich hätte sie schlafen lassen. Wahrscheinlich, und, ja. Und ja, aber jedenfalls, schade es ist schon, eigentlich, ja. Aber es war, ist schon, ist aufregend, in der eigenen Stadt wieder mal zu spielen. Ich bin ja auch geborener Glauchauer, also gebürtiger Glauchauer. Ja, und ist schon Wahnsinn. Ja, kann das gut nachvollziehen. Und was natürlich auch ist, die Leute waren gut drauf heute gewesen, klasse. Und wir haben gedacht gehabt, boah, vielleicht 5, 6, 7 Leute, die vor der Bühne, aber es war ja Wahnsinn voll gewesen, muss man sagen. Ja, war schön. Und wir mussten unbedingt noch eine Pause machen dazwischen, sonst hätten wir gar nicht durchgehalten. Also wir mussten ja auch die Latrine mal besuchen, auch mal innen gucken, wie die aussehen. Also wir haben schon tolle Latrinen überlegt. Also wir haben schon... Also schon, die Schlosslatrine ist schon toll. Ja. Kann man schon hingehen. Holger hatte früher das große Latrinum zum Beispiel auch beim Studium gehabt. Ja, habe ich in Berlin hatte ich das gehabt. Das war beschissen. Am Ernst-Reuter-Platz. War beschissen, oder? Ja. War beschissen. Mhm. Große Latrinum. Wenn man euch auf der Bühne erlebt, das ist ja, ihr holt ja die Leute da ab, wo sie stehen. Meistens stehen sie vor der Bühne. Es ist nicht so schlimm, sie da abzuholen, weil wir wissen, wo sie stehen. Wir sehen ja auch, wo die Leute stehen. Vor der Bühne und manche auch neben der Bühne. Und die ist gar nicht so einfach, weil es gibt nämlich Bühnen, die sind gefährlich. Also die halten unser Gewicht nicht aus. Und das ist ganz schlimm. Also wir haben schon mehrere Bühnen kaputt gespielt. Genau, muss man wirklich... Drei. Ja, stimmt wirklich, das kann man gar nicht laut sagen. Ja. Aber es ist wirklich so. Wir sind zwar, wie gesagt, wir haben von den Prinzen, die waren ja da gewesen am Samstag, glaube ich, ne? Wir sind zwar weniger wie die Prinzen, haben aber selbe Gewicht. Ja, ungefähr. Sehen kann man uns eigentlich in ganz Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, sagen wir immer, weil wir ja viel mit Sprache arbeiten und die Leute müssen uns schon verstehen. Da sind wir halt von Schleswig-Holstein bis Südbayern. Österreich, Schweiz, ja, Schweiz und Dänemark und also überall, wo man Mallorca, nee, war auch nicht gewesen, obwohl man da ja auch Deutsch versteht. Aber ich glaube, wir würden gar nicht hinpassen, oder? Aber vielleicht passen wir auch. Wir passen, haben nie gedacht, dass wir auch nach Wacken passen würden und trotzdem sind wir im Wacken schon das dritte Mal. Es macht Spaß da. Also es ist schon schwer, es ist schon, wenn du überlegst, wir haben schon von kleinsten Bühnen bis zu riesen Festivalbühnen alles schon bespielt, weil wir sind... Ich glaube, was wir machen ja so eine Art historisches Musikkomedy. Oder wir machen uns zum Deppen. Ja, wir machen uns zum Affen. Ja, das und mit Musik. Und damit passen wir eigentlich nirgendwo rein und passen doch aber überall hin. Das ist eigentlich krass, diese Gegensätzlichkeiten. Wir sind zu keiner großen Band Konkurrenz. Wir sind ja dieses Jahr auch mit In Extremo zum Jubiläumskonzert, sind wir ja auf der Loreley, machen die Konferenz. Ja, das wird auch witzig. Letzte Woche waren wir auf Feuertanz-Festival gewesen in Abenberg. Also ist schon, ja, und vor 2 Tagen waren wir vor 15 Leuten in Dresden. 25 Leute. Was, 25? 25 Leute, ja. Ah, nur weil du den dicken Doppel zählst. Ja, der hat auch 2 Stühle benutzt, das muss man schon sagen. Also ist schon,
Ja, muss man sagen. Ja. Das war so von jede Backe eins. Die ganze Bandbreite. Ja. Jeden Montag ist unsere Therapiestunde. Und das mein Kollege brauchen macht wir auch. Töpfern. Ich mache Malen nach Zahlen. Ja. Er macht Töpfern. Und vorher singen wir immer noch ein, zwei Lieder und dann töpfer ich noch. Bierkrüge. Den Morgenkreis darf ich nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja, aber der Morgenkreis, da fehlen wir ja meistens, weil wir immer noch. Egal, müssen wir jetzt nicht aus. Wegen den Zäpfchen, muss ich sehen. Nee, aber ja. was wirklich ist, dieses, wir arbeiten ja mit dem Publikum. Also wir müssen wenigstens das Publikum sehen können. Und das ist manchmal bei großen Festivals sehr schwer, weil du bist dann geblendet. Das ist eine Herausforderung einfach. Und wir haben, wenn man überlegt, wir schaffen es ja wirklich eine Stunde mit drei Liedern. Und das ist ja schon ein Rekord war gewesen. Ein Dreiviertelstunde mit drei Liedern, inklusive Zugabe. Genau. Das ist unglaublich, ungebrochen. Das passiert Rekord. Auch schon mal, aber selten. Das ist so ein Rekord. Und eigentlich brauchen wir nur 15 Minuten für ein Lied. Ja, aber es macht immer Spaß. Also wenn man nicht, es gibt immer so dieses, werden viele andere Künstler sagen, wenn man was zurückbekommt, wenn die Leute, und wenn du lachende dann Gesichter siehst. Cool. Ja. Oder wenn du nicht so wie ein Schwamm, wo dann alles eingesaugt wird, sondern wie so ein Tischtennisschläger, wo alles zurückgespielt wird. Und das ist das Schöne, dann die Leute selber über sich selber lachen können. Weil wir können uns über uns, also du kannst. Ja, wir müssen ja über uns selber lachen, wenn man uns sieht, weiß man auch warum. Auch beim Rasieren ist es immer schwer. Dann ist immer, wenn man einen Spiegel ja, ist da schon. Kann ich gar nicht lachen. Nee, aber ich muss mich auch rasieren, immer ganz wichtig. Wie beim Cam, ja, du musst ja immer cammen. Ja, und du warst ja vorher, beinahe wärst du ja Kamera geworden. Ja. Aber es war eine andere Geschichte, da gab es zu wenig Geld. Wirklich mal, Clint, wirklich mal. Die klemmt noch. Oh, ich hab sie. Gut. Ja, das ist unsere die DVD von Wacken. Ja, ist gerade rausgekommen. Ja. Also letztes Jahr aufgenommen worden in Wacken. Und jetzt nach so langer Zeit endlich fertig geworden. Übrigens waren wir die Ersten, also im Wacken, es war ja am Mittwoch aufgenommen worden, da waren wir sowieso die Ersten auf der Bühne. Ja, da waren wir die Ersten. Waren wir Ersten auf der Bühne und haben gleich, haben wir gleich mitgeschnitten gehabt. Also das ist schon. Und dann haben wir eine DVD, also wir hatten eigentlich mitgeschnitten, wir wollten mal was mitschneiden lassen und zum Schluss doch eine DVD rausgekommen, was eigentlich nicht so gewollt war. Das Komische ist, wenn wir uns die angucken, müssen wir selber lachen. Ja, also ich habe selber lachen müssen und das muss ich jetzt am Montag eigenartig. Verarbeiten. Ja. Und wir haben ja auch, wie gesagt, eine DVD, die würden wir Klauchau City natürlich mitgeben. Genau, und machen wir so. Und die müssen die verlosen, die müssen eine ganz blöde Frage stellen, die irgendjemand beantworten kann, der mit uns überhaupt nicht kennt. Und genau. Oder gar oder kennt. Ja, da so, sagen, welche Farbe hat die DVD? Genau. Innen. Innen. Ich habe sie jetzt nicht aufgemacht. Also schwarz wäre blöd, wenn jeder wüsste, dass es schwarz ist. Deswegen machen wir die. Nee, vielleicht aber eine andere Frage. Vielleicht keine Ahnung. Welche Schuhgröße hast du zum Beispiel und warum? Muss ich das jetzt beantworten? Oder woran ist das Tote Meer gestorben? Das sind so Fragen. Ja. Oder warum klebt Tubenkleber überall, nur nicht in der Tube? Das ist eine gute Frage. Hatten Adam und Eva einen Bauchnabel? Wer so eine Frage beantworten kann, der kriegt die DVD. Warum Leichen Fische und Leichen fischen nicht? Nee, warum Fische Leichen, aber Leichen nicht fischen? Das meinst du? Meine ich doch, ist doch so. Ja, aber der Geruch ist dasselbe. Ist aber egal. Das sind so Fragen, die man vielleicht mal muss irgendwas einfallen lassen. Aber ich denke mal, Klauchau City ist, glaube ich, besser daran. Die stellen Fragen zu Klauchau. Und genau, die stellen Fragen zu Klauchau. Genau. Wann wurde, vor wie vielen Jahren wurde die erste urkundliche Erwähnung von Klauchau? Genau, das ist zum eine Beispiel. Frage, weil es keine Sau heute mehr, sage ich mal. Zum Beispiel gerade, also wenn das jemand auf 775 Jahre kommt? Nee, und niemals. Und das würde gerne. Wir könnten aber auch, was könnte man zum Beispiel sagen? Ich glaube, wenn man die DVD jetzt nicht gewinnt, wo kann man die denn herbeziehen? Also man kann die. Pampatut.de. Ja. Pampatut.de. Ja. Die muss einfach eine E-Mail schreiben. Ja, die Zeit ist noch nicht, drin, aber wenn man eine E-Mail schreibt, kriegt man die schon zu. Die müssen wir erst wieder, derjenige, der unsere Website macht, der muss jetzt, die müssen wir jetzt instruieren, dass wir die so brandneu. Genau. Ja, und ich dann gibt es auch noch die CDs. Und ich selber habe sie wirklich am Freitag das erste Mal in der Hand. T-Shirts gibt es demnächst auch. Es kommen nagelneue T-Shirts kommen nächste Woche. So ist es halt. Ja. Das ganze Gedöns. Ganz Gedöns. Und ja, also wenn jemand nicht anzuziehen hat, weil er die ganze CD gekauft hat, kann er auch ein T-Shirt noch dazu. Wenn er was drauflegen, kann er auch ein T-Shirt kaufen. Aber die haben wir ja selber. Du hast ja noch, gibt es die überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Aber nicht mehr viel, glaube ich, ne? Ganz wenig. Mini gibt es das noch. Ja, und vielleicht, also wir machen es einfach so, wir geben denen die DVD so, die nehmen wir raus und geben das dahin, die verlosen das. Und das können die sich selber bestellen und müssen bezahlen. Nein, machen wir nicht. Okay, dann legen wir die. Tu die mal wieder rein. Ich kreuz aber mal die. Mach die. So, jetzt ist gut.
Und sag tschüss. Oder hast du noch eine Frage? Liebes Claura City Team, dürfen wir, gib du dann mal hier. Komm, fass mal mit an. Wir übergeben. Ja. So. Tschüss, Klauchau City, und vielen Dank, liebe Klauchau, die alle, die da waren und doch so lange geblieben sind. Danke. Und warum auch immer. Tschüss.